So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87 auf der Ellerbach. Ja, immer noch beim Ballen zusammenklauben. Wir müssen auf jeden Fall das Gewicht echt hinten hin tun. Ich sag's schon die ganze Zeit, aber die ganze Zeit vergesse ich es wieder oder möchte es nicht machen. Ich werde jetzt auch nur noch langsam fahren, weil mich drückt die ganze Zeit schon nach oben. So. Zack, zack. Perfekt. Aber so klappt es eigentlich schon ziemlich gut, ist mir aufgefallen. Theoretisch könnte man eigentlich noch weitermachen. Mit den zwei Ballen. Zuerst sagen, nee, doch nur hier und jetzt doch weitermachen. Aber ist okay. So, Rudler. Ja, was steht als nächstes an? Wenn wir die beiden hier auf jeden Fall alle weg haben, dann steht eigentlich gar nicht mehr so viel an. Und zwar nur noch die Graspflege, aber da gibt es eigentlich gar nicht viel zu machen. Das einzigste wäre wie gesagt Walzen, aber solange mir ja. Solange die nicht sagen, ich muss walzen, walze ich auch nicht. Dann möchte ich eigentlich wieder ein bisschen auf Missionen gehen. Das rentiert sich dann doch auf jeden Fall, jetzt wo wir den Drescher geholt haben. So. Oh, hier muss ein Huppel da sein jetzt wegen dem. Dann nehmen wir mal den Ballen hier mit. Schön aufspießen. So. Den da hinten. Und dann wären wir aber sicher schon bald am Ziel, hätte ich schon fast gesagt. Dann ist wirklich nicht mehr viel. 1, 2, 3, 4. Passt eigentlich perfekt. Haben wir erstmal Ballen genug. Dann wären wir nämlich. Ah, das Lager war perfekt. Also da muss ich wirklich sagen, das war doch eine richtige Entscheidung, dass wir das so kurzfristig doch noch entschieden haben. So. Weil jetzt sind die Ballen hier aufgeräumt. Können wir mal gucken, vielleicht machen wir irgendwann mal so eine kleine Holzhütte drüber, dass es ein bisschen besser aussieht. So. Nehmen wir den da hinten mit. Jetzt wird es ein bisschen knapp, aber es sollte funktionieren. Nicht. Ah doch. Ganz am Netz haben wir es ganz klein. Können wir gleich mal gucken, ob hier noch ein Ball irgendwo rumliegt. No. Passt. Sehr schön. Ah, zwei Ballen und haben es geschafft. Wenn wir dann direkt mit dem Drescher direkt zur nächsten, beziehungsweise zur nächsten, zur allerersten Mission gehen und da mal dem Bauern aushelfen, der was Hilfe braucht. So. Ich hoffe natürlich, dass sie jemanden brauchen. Guck mal gleich mal. Zack. Oh ja, gut, Ballen pressen. Ja, gut. Drauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Aber trocken ist, wenn da. Aber nur Gras gibt es auch nicht, gell? Silage, Silage. Ja, okay. Ja, Ernten, Ernten. Die Nummer 86. Das wäre einmal Hafer und Hafer. Vertrag akzeptieren. Akzeptieren. Das sollte man ja eigentlich heute noch schaffen. Wir haben ja genug Zeit. Würde ich mal jetzt so mal schwuppdiwupp sagen. So. Aber dazu werde ich auf jeden Fall den Frontlader abkoppeln.
wenn wir da zu den Missionen gehen. So. Ja, war aber mal wirklich gut. Aber soll ich da jetzt noch striegeln oder soll ich nicht striegeln? Komm, nee, wir lassen's. Wir lassen's. So. Dann einmal hochheben. Hm. So kann man es auch machen. Plupp-di-pupp. Schau, geht nicht einmal. Gut. Den werde ich dann hier hinstellen. Ich hoffe, das klappt. Aber es sollte doch irgendwie klappen. Sobald am Boden ist, stoppen. Jetzt ist stoppen. Bisschen runter noch. So. Dann einmal das hier, perfekt. Gerade rausfahren. Hallo, 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 hallo. Was ist denn da jetzt los? Ich glaube, ich weiß, was da das Problem ist. Ich glaube, der hängt an dem Ding, gell? Ja. Der hängt an dem Teil, da muss ich mal schnell starker Bauer machen. Ach nur. Kriegen das ist am besten weg hier. Weil er klemmt aber hier richtig drin. Heilen, zack hier. Gibt's denn sowas hier aber auch? So. Jetzt, oder? Eieieiei. Was war's? Wir verkaufen jetzt einfach das Gewicht hier. Ich habe darauf keine Lust. Ich habe darauf keine Lust. So. So, dann machen wir das jetzt hier ganz kurz im Prozess. Rambazamba, verkaufen und weg ist es. So, und jetzt hat sich das schon alles erledigt. So, ankoppeln. Gerade machen. Weiter aufliegt, stoppen. Genau. So, einsteigen. Ja, und schon uns die Sache. Gut. Eieieiei. Hoch, runter, hoch, runter. Ein Gewirbel hier, ein Gewirbel. So, ich brauche hier nichts, genau. Wir müssen nur später gucken, wo ich da hinfahren muss. Das ist jetzt noch ein kleines Highlight. So. Dann muss ich auf jeden Fall... Warte mal, ich brauche... Ja, den Hänger muss ich mitnehmen. Soll ich ein Gewicht jetzt noch holen oder nicht? Ich glaube, ein Gewicht brauche ich, wenn der voll ist. Brauche ich einfach ein größeres Gewicht. Jetzt kommt da einer. Ne, jetzt kann ich fahren. Gut. Komm, dann hole ich schnell ein Gewicht. So, ein Gewicht, eieiei, nur hier am Kaufen und Verkaufen und mein Gott, mein Gott, mein Gott.
Mal ein bisschen schwerer. Da, zack, zack, zack. Ranmutieren das Ding und fertig. So. Hier oben, okay. Ja. Da muss ich, glaube ich, jetzt den Hänger erstmal hier raus tun. So. Einmal. Hat sich gut angehört. So. Muss ich da eigentlich den ankoppeln oder? Ja, ich glaube ja, gell. Also, was heißt ankoppeln? Der ist genau falsch rum. Ich muss den so absetzen, oder? Ich glaube ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt startet er. Sehr schön. Ich komme ja hier gar nicht rum mit dem Ding. Also muss ich das auch noch umsetzen. So. Aber da mache ich jetzt gar nicht lang rum. Und zwar. Superstärke. So. Das wird jetzt hier ruckzuck gemacht. Und zwar. Der kommt jetzt so hin. Und dann kommt nämlich der Wagen hier auch gleich hin. So dass ich den direkt rauf machen kann. Ne, ich könnte ihn eigentlich direkt drauf machen. So. Theoretisch müsste ich ja mit dem hier zack so ranfahren. So. Fallen lassen. Zack, drauf. Sehr schön. Aus. Aus. Ich muss wohin? Feld Nummer 86. Feld Nummer 86 ist hier. Da könnten wir als erstes hinfahren, weil Nummer 6, denke ich mal, wird hier irgendwo sein. Hä? 86 ist da. 7. Wo ist dann hier die 6? 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt gar keines. Hä? Ja, das ist doch hier. Aber das ist ja auch keine 86. Oder? 86, dann gehe ich hier drauf. Blinkt dann nicht. Das ist ja hier die 7. Also falls ihr das seht, wo die 6 ist, da könnt ihr mir echt gerne sagen, wo es ist, aber ich finde es ja nicht. Warte. Gehen wir mal hier auf Hafer. Ach! Da! Also Glück sind wir da nochmal hier umgeswitcht. So. Ich muss jetzt hier am besten gleich links fahren und dann hier rechts. Okay. Du musst gleich mit dem Drescher fahren? Ja, ich glaube schon, gell? Fahren wir gleich mit dem Drescher. So.
Gutes Einparken wird jetzt nicht so funktionieren. So. Wunderbar, oder? Das war doch hier mal wieder sehr gut. Noch ein bisschen zurück. So. Da haben wir jetzt schon ein bisschen stolz. So, Kollege, dann fährst du vor, oder? Dann kann ich nämlich hier meinen Motor ausschalten. Ich glaube, das war genau der alte, was wir auch gehabt haben. Auf der Frühling. So, da kommen wir auf jeden Fall rum. So, was habe ich jetzt gesagt? Hier links und dann da vorne irgendwo rechts. Hier dann rechts, so wie es aussieht. Genau. Und dann ist das Weizenfeld, glaube ich, schon. Das Haferfeld, Entschuldigung. Wird das, glaube ich, hier sein? Ich glaube ja. Auf der linken Seite. Das ist genau vor mir. Hehe, perfekt. Gut, dann werden wir dich erstmal am Straßenrand hinstellen. So. Schau mal an, was hier ist. Schaut mal hier, was hier ist. Wäre natürlich optimal, um alles unterzustellen. Müssen wir mal gucken, wie Geld es kosten würde. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt noch? Meine trifft uns jetzt der Schlag. Finanzen 44.000. Ja, okay, es geht eigentlich. Das geht eigentlich. 44.000 ist okay. Kann ich das aber einzeln? Oh ja, kann ich. Was? 167.000? Was ist denn da an so teuer, ey? Dann müssen wir noch mal ein bisschen arbeiten gehen. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten gehen. So. Hier müssen wir jetzt langsam durch. So. Herrlich, 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 Leute. Unser erster Drusch, oder wie man das nennt. Oder unsere erste Ernte auf jeden Fall. Also rechts ist auf jeden Fall unser, wo wir das dann best machen müssen. Du musst ja auf jeden Fall gleich gucken, wie ich hier am besten hinfahre. Ich sehe aber, die Felder sind brach. Da können wir auf jeden Fall, wir gehen noch mal ein bisschen nach oben. Jetzt können wir auf jeden Fall hier rauf fahren. Das sollte doch eigentlich nichts ausmachen, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube nicht. Kannst mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier was ausmacht. Aber ich glaube, den stellen wir ein bisschen anders hin. So. Ich glaube, so ist besser. Dann einmal aussteigen. Schwuppdiwupp. Lösen. Zack, zack. So. Wollen wir dich jetzt mal ganz kurz rückwärts einpendeln? Upala. Doch, mittendrin. Habe ich eigentlich gedacht, dass ich ihn doch so hinfahren habe. So. Oh, mega, mega, mega. Komm, 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 komm. Na, was ist denn los? Ach komm jetzt. Was ist denn hier los?
Willst du jetzt hier nicht raufgehen oder was? Guck, mach doch jetzt keine Witze, oder? Dass das Ding jetzt hier gar nicht geht, oder wie? Boah, das würde mich jetzt so... Wenn das wirklich der Fall sein sollte, jetzt dann wird die ausflippen. Ah, okay. Eieiei, jetzt habe ich schon wieder richtig Schiss bekommen. Gut, dann einmal den hier einsteigen. Das Schild, ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen jetzt hier. Auseinanderklappen. Gut, ist sie. Und dann können wir den mal senken. Gummi geben. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich glaube, das ist das große Feld hier, oder? Ja, ich glaube schon. Stopp. Okay. Wir machen daraus auf jeden Fall Stroh. Weil... Das werden wir auf jeden Fall wegfahren, das Stroh. Das Stroh werde ich definitiv wegfahren, weil es gibt nämlich Kohle. Gibt nämlich Kohle, Kohle. So. Und deswegen machen wir das nämlich. So, hier können wir mal ein Tempomat rein. Gibt es bestimmt ein bisschen Money dafür, wenn wir hier jetzt die Stroh auch noch einsammeln. Können wir das nämlich auf den Hänger rauf tun. Und schon sieht es nämlich ganz anders aus. Bevor wir da jetzt... Alles umsonst. Oh, schon mal ein kleiner schöner Teich. Okay. So, jetzt warte ich mal, bis das fertig ist. Gut. So, dann einmal hier rum. Zack. Wunderbar, wunderbar. So, hier werden wir jetzt ein bisschen langsamer. Dass er das Strom mal hier wieder ein bisschen rausknallt. So. Da, 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 da. Hier fahren wir jetzt. Ich würde sagen, hier fahren wir gerade durch. Oder sollen wir hier die komische Kurve fahren? Nee, komm. Wir fahren hier geradeaus durch. Können wir das nämlich hier erstmal fertig machen? Wir müssen natürlich mal gucken, ab wann der dann voll ist. Ich habe natürlich keine... Ah, komm, die Anzeige mache ich jetzt doch wieder an. Ist doch ein bisschen doof am Ende. Schau mal, 24%. Na gut, es geht eigentlich. 24% ist eigentlich okay. So. Ja, ich mache es. Ich will hier auch nichts... ernten. So. Ja, da macht sich der auf jeden Fall jetzt auch mal ein bisschen rentiert, bis wir 100.000 zusammen haben. Dauert zwar, müssen wir viele Missionen machen, aber so haben wir wenigstens was zu tun und tun wir schon mal ein bisschen was reinwirtschaften. Würde ich jetzt mal so sagen, bevor wir hier jetzt nichts machen, garantiert sich ja auch nicht. Nur vor den Schafen. Wir wollen ja auch irgendwann mal hier den nächsten Felder kaufen und alles. Das heißt, wir müssen jetzt einfach die ganzen Missionen annehmen. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, aber ich habe ja schon gesagt, es werden ja jetzt täglich Folgen kommen und dann schaffen wir das auch. Easy peasy.
Ah, genau, ich wollte noch umschalten auf einen Tag. So, dass praktisch ein Monat ein Tag ist. Das mache ich nämlich jetzt gleich, bevor ich es wieder vergesse. So, das war glaube ich hier. Zack. Weil haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. So. Dann wieder hier runter. Tempomat. Tempomat und nicht aussteigen. So. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen dann. Wie viel wir auf jeden Fall wieder Stroh dann zusammen. Was wir dann da rausbekommen. Wenn es 500, 600 Euro sind, dann hat es sich minimal rentiert, aber bin mir natürlich da nicht sicher, wie viel ich wirklich rauskriege. Ich hoffe natürlich, umso mehr, desto besser. Aber ich erhoffe mir jetzt nicht, dass. Ja, ich denke, dass es nicht viel sein wird. Dass sich das in Grenzen halten wird. Kommt der Bomade rein. Jetzt ab. Ich werde ja dann auch erstmal das Feld hier fertig machen. Nur 50%. Ja gut, dann würde ich sogar auf einmal wegkriegen. Auch gut. Das, müssen wir dann die Ballenpresse noch runterholen? Ne. Nicht die Arbeit bei dem kleinen Feld dann wirklich. Nee, komm. Machen wir auf jeden Fall mit. Es lohnt sich dann auch bei dem kleinen Feld. Vermute ich mal. Jeder Euro, den wir jetzt zusammenkriegen, ist einfach Gold wert. Und mal gucken, was wir dafür. Preise kriegen. So. Hört man dich mal hier an. Rum. So. Der letzte Schnipsel hier. So. Suli, was kriegen wir hier für dich jetzt zusammen? Und zwar. Kriegen wir für Stroh 34 Euro. Kriegen wir für Ballen mehr? Das steht nicht drin, gell? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, für Ballen ist es genau das gleiche. Was jetzt auch nicht schlimm ist. 59%, okay. Das ist wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell sind hier. Das ist doch prima. Können wir den nämlich nachher gleich entladen. Beziehungsweise das können wir gleich wegfahren dann. Ja. Wir fahren das weg. Und wie machen wir das jetzt? Ja, wir fahren das weg. Müssen wir ja. Wir fahren das weg und dann werden wir. Oder nee, brauchen wir gar nicht. Wir können ja später wegfahren. Wir können den Hänger dann eigentlich direkt beim. Weil du musst ja extra wieder so lange fahren, das ist ja auch Schwachsinn. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier am besten machen. Es sollte ja jetzt hier nicht dran scheitern wegen der Ballenpresse, wie wir was machen. Da ist schon einiges zusammengekommen. 70%. Nur auf gute 80 wird er bestimmt hochgehen. Ich muss jetzt nur gucken, wo wir das dann abliefern müssen. Ist das überall das gleiche, wo wir es abliefern müssen, oder?
GLW, GLW, perfekt. Ja gut, dann passt es eigentlich. Wenn wir jetzt auch wissen, wo das GLW ist, wäre natürlich noch besser. Das wird natürlich hier GLW, das ist okay. Weil dann fahren wir doch gleich den Hänger hier auf zur Nummer 6. Dann machen wir es doch so. Dann machen wir es doch so. Schau an. Also haben wir das schon geschwätzt hier. Haben wir das schon geschwätzt. Perfekt. So. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, kriege ich die Kurve, kriege ich die Kurve? Ja, kriege ich. Aber jetzt machen wir noch hier das noch schnell fertig. Und dann werde ich auch schon langsam sagen, es ist Zeit für Ende. Fürs Ende. Wie gesagt, in diesen. Ja, also machen wir es nicht. Also so fangen wir jetzt hier nicht an. Diesen LS werden wir jetzt ohne Schnitt machen, sondern wirklich, wir machen das so. Das, was ich jetzt hier alles verdiene, und so machen wir im neuen LS weiter. Deswegen auch die täglichen Folgen. So machen wir das. Das ist ja geil. Weil das Geld können wir im neuen LS genauso einstellen. Also das wird bestimmt so wie überall sein. Nee, so mache ich das auch. Geil. Gefällt mir schon wieder. Der Vorschlag gefällt mir schon mal wieder richtig, richtig gut. So. Dann werden wir den hier mal wieder... hier hinfahren. Komme ich da jetzt gut hin? Nee, gell? So. Mittig drauf. So. Einmal V aussteigen. Abkuppeln alles. Einsteigen. Kuh fallen lassen. Der hat sich drauf gesenkt. Sehr schön. Hier müssen wir wieder. Kommen wir nicht vorbei, aber ich könnte jetzt hier noch ein Bild machen und dann werden wir auch für diese Folge fertig sein. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer LKPlay87. Macht's gut, ciao.